Der größte Feind der Meinungsfreiheit ist unsere Untätigkeit. Wir müssen diese Meinungsfreiheit nicht nur verteidigen, sondern wir müssen sie natürlich auch nutzen. Denn diese ganzen Rechte, Menschenrechte sind auf Papier geschrieben. Und wenn sie nicht genutzt werden, verteidigt werden, dann haben wir sie nicht. Und deshalb ist es so wichtig, Flagge zu zeigen und sich dafür einzusetzen. 类似于六四屠杀的那种第二次屠杀就是早就开始了。第一次西方世界他们放弃了北京，他们后来又给中国做生意。起码我希望全世界都是可以保持一种叫普世价值。 生而为人是不单单是为自己一个人，还有为你身边其他的人。